Hallo Leute, zu ein neues Format von mir und das heißt Unnützes Wissen. Ja, und kommen wir erstmal gleich zum ersten Unnützes Wissen. Wusstet ihr, dass die durchschnittliche Schokoladentafel 8 Insektenbeine enthält? Stellt euch das mal vor, 8 Insektenbeine, die durchschnittliche Tafel Schokolade. Das können auch mal mehr oder weniger sein, man weiß es nicht. Aber woran liegt das? Liegt das an Kakao, dass die Insekten an dieser Kakaobohne oder wie das heißt, dass diese Frucht so oft rangehen? Weiß das einer? Schreibt es mal in den Kommentaren, wie ihr es findet. Wisst ihr schon, dass es in Hawaii strafbar ist, sich Geld hinter den Ohren zu verstecken, um zum Beispiel Geld zu sparen? Aber warum? Wer macht das? Wer versteckt sein Geld hinter ein Ohr? Wer macht das? Kann es mir einer erklären? Mal zum Fakt Nummer 3. So, kommen wir zu einem unnützen Fakt, den man wissen muss, wenn man in Colorado wohnt. Wenn man da wohnt, dass es in Colorado verboten ist, seinen Nachbarn den Staubsauger auszubauen. Aber warum ist es verboten, den Nachbarn den Staubsauger auszubauen? Ist da irgendwas Komisches vorgefallen? Man weiß es nicht. Ihr versteht es, wie ich meine? Ja, und zum Fakt 4 würde ich sagen, wusstet ihr schon, dass der Schraubenzieher vor der Schraube erfunden wurde? Also frage ich mich und ich glaube ihr euch auch, warum wurde der Schraubenzieher vor der Schraube erfunden? Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr denkt, warum der Schraubenzieher vor der Schraube erfunden wurde. Weil es müsste doch erst die Schraube und dann dazu der Schraubenzieher erfunden worden sein. Kommen wir zum letzten Fakt und unnützen Fakt. Männliche Fruchtbienen betrinken sich mit Alkohol, wenn sie keinen Sex bekommen. Da denke ich mich nur, das machen doch nicht nur Fruchtbienen, sondern auch wir manchmal. Selten. Ja, das ist ein Fakt, wo man sehr perplex nachdenken könnte, aber egal. Und kommen wir jetzt mal zum Ende. Wenn euch dieses unnützte Fakten gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Dieses Format kommt alle 14 Tage, immer Samstag, um 16 Uhr online. Und das heißt, in 2 Wochen, also 14 Tage, ist es wieder soweit. Ein unnützes Fakten Nummer 2. Seid gespannt, wie das wird. Jedenfalls in 14 Tagen, das unnütze Fakten wird nicht hier gedreht, sondern draußen. Ich würde es euch mal ein bisschen rausverlangern in der offenen Natur. Oh, Natur! Na dann, wenn euch gefallen hat, lasst ein Abo da und für euch einen Daumen und bitte einen Kommentar. Und wenn ihr noch mehr